Herzlich willkommen zur ersten Videovorlesung zur Spieltheorie. In dieser ersten Vorlesung wollen wir uns mit dem ersten Kapitel beschäftigen, mit den Normalformspielen. Bevor ich darauf näher eingehe, werde ich erstmal ein bisschen was zur Frage klären, warum wir eigentlich hier Spieltheorie machen in dieser Vorlesung. Warum gibt es Spieltheorie im VWL-Studium? Warum wird Spieltheorie nicht bei Sozialpädagogen oder Beschäftigungstherapeuten oder bei Erziehern gelehrt? Das stammt ein wenig von dem etwas irreführenden Begriff. Spieltheorie klingt so nach Kinderspiele. Und was soll das im VWL-Studium? Tatsächlich geht es aber eigentlich um eine Theorie strategischen Verhaltens. Und diese Theorie strategischen Verhaltens kann durchaus sehr rational sein und ist auch typischerweise sehr rational und auch recht mathematisch, wie Sie sehen werden. Deswegen wird die Spieltheorie auch als Teilgebiet der Mathematik gesehen und wird auch durchaus in der Biologie und der Politik unterrichtet und kann dort auch sehr gut angewandt werden. Aber trotzdem ist es so, dass die Spieltheorie eigentlich ihren Schwerpunkt hat in der VWL. Wie kam es dazu? Und das hat etwas mit der Geschichte zu tun, deswegen ich ganz kurz darauf eingehen. John von Neumann, ein Universalgenie, ein Physiker, Mathematiker, der in ganz vielen Bereichen enormes beigetragen hat, hat auch mehr oder weniger die Spieltheorie erfunden. 1928 bereits hat er einen Artikel veröffentlicht über die Theorie der Gesellschaftsspiele und darin ging es insbesondere um Spiele wie Schach. Und dann, ein paar Jahre später, hat er zusammen mit Oskar Morgenstern ein Buch veröffentlicht, die Theorie, Theory of Games and Economic Behavior. Und da sieht man schon, dieses Economic Behavior war schon von Anfang an in der Spieltheorie drin. Dieses Buch war wirklich die Bibel der Spieltheorie für viele Jahre. Es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Und in diesem Buch wurde schon abgehoben auf die ökonomischen Anwendungen der Spieltheorie. Deswegen ist der Grund, warum Spieltheorie enorm wichtig ist, weil es einfach so viele gute Anwendungen hat in der Ökonomie. Ganz besonders Anwendung hat es natürlich beim dem Verhalten von Firmen. Firmen verhalten sich natürlich sehr strategisch, Konsumenten auch oft, aber ganz besonders natürlich Firmen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man, wenn man also Mikroökonomik betreibt, wenn man Industrieökonomik betreibt, wenn man Wettbewerbstheorie betreibt, dass man sich dann das Firmenverhalten mit der Hilfe der Spieltheorie anschaut. Und obwohl das klar war, dauerte es noch sehr lange, so ungefähr bis 1980, bis wirklich viele Spieltheorieanwendungen in den Mainstream der Ökonomie aufgenommen wurden. Bis dahin herrschte typischerweise so etwas vor wie perfekter Wettbewerb. Sie werden das in der Mikroökonomik kennenlernen. Perfekter Wettbewerb bedeutet, dass jeder Teilnehmer ein Preisnehmer ist, dass jeder Teilnehmer also so klein ist, dass keine strategischen Effekte betrachtet werden müssen. Natürlich gab es auch schon vereinzelt Theorien über Oligopolverhalten, insbesondere die bekannten Modelle von Cournot und Bertrand und Stackelberg. Aber das war es dann auch schon so ungefähr. Und später hat man dann natürlich festgestellt, dass diese drei Marktformen durchaus ihre spieltheoretischen Entsprechungen haben und wir werden die uns dann auch nochmal anschauen. Also in Märkten, in wirklichen Märkten gibt es natürlich sehr viel Marktmacht. Und wenn die Anbieter oder die Käufer von Produkten Marktmacht haben, dann braucht man Spieltheorie. Denken Sie an Anwendungen wie Auktionen, Gehaltsverhandlungen, Tarifparteien und so weiter und so fort. Überall da muss Spieltheorie eingesetzt werden. In der Zwischenzeit gibt es Spieltheorie eigentlich nicht nur in der Mikroökonomik, gibt es auch in der Makroökonomik, gibt es überall in der Entwicklungstheorie, überall gibt es spieltheoretische Anwendungen. Und in den letzten Jahren wurde das auch anerkannt durch eine ganze Kette von
Nobelpreisen, zum Beispiel die Nobelpreise an Hassani, John Nash, Rainer Selten, Robert Aumann, Thomas Schelling, Leon Hurwitz, Eric Maskin, Robert Deutscher Meyerson, Al Roth, Lloyd Shapley. Viele von diesen Namen werden wir in dieser Vorlesung noch etwas genauer kennenlernen oder zumindest immer mal wieder hören. Es zeigt einfach, wie wichtig die Spieltheorie in der ökonomischen Theorie geworden ist. Schauen wir uns mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel an, wie ein Spiel aussehen kann. Ein Spiel, das Sie wahrscheinlich alle kennen, aber wahrscheinlich schon lange nicht mehr gespielt haben. Das Spiel Tic-Tac-Toe oder 3 in einer Reihe. Das sind also ein Feld mit 9 Kästchen und in diesen Kästchen kann man entweder Kreise oder Kreuze machen und man macht immer abwechselnd einen Kreis. Einer macht einen Kreis, der andere das Kreuz und wer es schafft, 3 in einer Reihe zu bekommen, egal ob diagonal, horizontal oder vertikal, hat gewonnen. Wie soll man dieses Spiel spielen? Typischerweise hat man keine große Theorie, wie man dieses Spiel spielt. Man spielt es einfach. Man beginnt und wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann versteht man recht schnell, wie es läuft. Nämlich, dass man typischerweise, jetzt nicht wie hier geschehen, wo die Kreise gewonnen haben, dass man verhindern kann, dass man verliert. Das heißt, es gibt immer ein Unentschieden. Das kriegt man relativ schnell raus. Also außer wenn Sie dieses Spiel gegen ein 5 Jahre altes Kind spielen, werden Sie wahrscheinlich immer gewinnen. Immer unentschieden spielen. Und insofern ist das ein etwas langweiliges Spiel. Es wird deswegen auch nicht mehr viel gespielt. Aber es ist ein gutes Beispiel, weil man nämlich sehen kann, wie man dieses Spiel lösen würde, wenn man es wirklich mal, wenn man es zum ersten Mal sieht und es gleich von Anfang an rational lösen möchte. Man kann nämlich, wie in dieser Grafik geschehen ist, sozusagen einfach mal alle Möglichkeiten durchspielen. Alle Möglichkeiten heißt, ich beginne in der Situation mit einem leeren Feld hier und das zeichne ich sozusagen als Wurzel für meinen Baum, den ich dann jetzt zeichnen werde. Und dann überlege ich mir, welche Möglichkeiten gibt es für den ersten Spieler, seinen Kreis zu setzen. Er kann ihn natürlich in die Mitte setzen. Er kann ihn, im Prinzip hat er natürlich 9 Möglichkeiten, aber manche von denen sind äquivalent, deswegen brauchen wir nicht alle zu betrachten. Also es könnte in die Mitte gehen, es könnte an den Rand gehen oder es könnte in die Ecke gehen. Das sind eigentlich nur diese 3 Möglichkeiten, die es gibt. Und von dort aus können wir jetzt uns anschauen, was könnte denn der zweite Spieler tun? Auch da gibt es da wieder viele Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und wenn wir alle Möglichkeiten aufgezeichnet haben, das ist noch viel größer als dieses Blatt hier. Dieses Blatt würde nicht reichen, um das alles zu zeigen. Wenn wir das alles haben, dann können wir einfach von jedem Endknoten aus, zum Beispiel hier ist ein Endknoten oder hier ist ein Endknoten, wo einer der Spieler gewonnen hat, oder hier ist ein Endknoten, wo keiner der beiden Spieler gewonnen hat, weil das Feld ist voll und keiner hat 3 in einer Reihe bekommen. Und wenn wir jetzt von diesen Endknoten aus rückwärts gehen, werden wir immer eine Situation finden, wo einer der beiden Spieler, nämlich der, der verloren hat, einen Fehler gemacht hat. Und wenn wir diesen Fehler korrigieren und sicherstellen, dass dieser Spieler dann nicht verliert, dann haben wir eine Lösung, bei der wir bei einem Unentschieden landen. Und das heißt also, wir können dieses Spiel lösen, wenn wir von allen Endknoten aus rückwärts gehen und immer schauen, was macht man, um nicht zu verlieren. Und auf diese Art und Weise lösen wir das Spiel. Das ist also nur ein Beispiel für ein Spiel, das komplett gelöst ist. Nun ist es so, dass viele Spiele so ähnlich gestrickt sind wie Tic-Tac-Toe, nur etwas komplizierter. Zum Beispiel Mühle oder sogar Schach. Schach ist natürlich unendlich viel komplizierter als Tic-Tac-Toe, aber im Prinzip ist es genauso lösbar. Denn wir könnten theoretisch von jedem Endzustand starten und uns rückwärts vorarbeiten. Das Problem ist, bei Schach gibt es so viele Möglichkeiten, dass selbst der beste Computer der Welt das bisher nicht schafft. Also ist Schach theoretisch lösbar, aber praktisch noch nicht. Es ist ein sequenzielles Spiel mit perfekter Information, das sind die Fachbegriffe. Sequenzielles Spiel heißt einfach nur, dass die Spieler nacheinander spielen. Und perfekte Information bedeutet, dass jeder Spieler
immer beobachten kann, was der andere Spieler vorher gemacht hat. Und bei solchen Spielen, die sind alle theoretisch lösbar und damit mehr oder weniger trivial. Allerdings können sie so viele Möglichkeiten haben, dass wir sie noch nicht lösen können. Andere Spiele, bei anderen Spielen muss ein Spieler simultan entscheiden. Und das heißt, die müssen also entscheiden, wenn sie noch nicht wissen, obwohl sie noch nicht wissen, was die anderen Spieler tun werden. Das ist natürlich eine etwas unangenehme und schwierigere Situation oft. Aber auch sehr typisch für viele Spiele. Hier ist eines der bekanntesten Beispiele, ein Spiel, das nennt sich The Battle of Sexes, ein etwas martialischer Begriff für eine ganz einfache Geschichte. Wir haben hier ein frisch verliebtes Paar, das möchte sich gerne zum Abend verabreden. Allerdings ist der Akku für das Handy leer und sie konnten sich nicht rechtzeitig absprechen. Sie wissen beide, dass sie entweder gerne zum Ballett gehen oder zum Fußball. Nun hat der Mann eine leichte Präferenz für Fußball, die Frau eine leichte Präferenz für Ballett, aber ganz bestimmt wollen sie nicht einzeln irgendwo hingehen, sondern es immer zusammen. Und deswegen haben wir die folgenden Auszahlungen. Der Mann, das ist der Spieler 1 hier, der erste Spieler ist, der wählt die Zeile in dieser Matrix. Und die Frau, zweite Spielerin hier, die wählt die Spalten. Und die erste Auszahlung in diesen beiden hier gehört immer zum Mann und die zweite Auszahlung gehört zur Frau. Also wenn ich zum Beispiel diese Auszahlung betrachte hier, heißt das, der Mann bekommt eine Auszahlung von 1 und die Frau eine Auszahlung von 2. Warum? Weil sie sich zwar koordiniert haben, nämlich sind sie beide zum Ballett gegangen, aber der Mann genießt das etwas weniger als die Frau, also eine niedrigere Auszahlung für ihn. Umgedreht beim Fußball, wo der Mann die höhere Auszahlung bekommt. Und wenn sie sich nicht koordinieren können, dann bekommen sie beide eine Auszahlung von 0. Wenn das klar ist, wie dieses Spiel aussieht, dann fragt man sich jetzt, wie kann man das lösen? Beziehungsweise, was sollen die Spieler tun? Haben wir eine Empfehlung? Nun, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil die beiden Spieler ja simultan entscheiden. Ich kann das auch etwas anders darstellen, nämlich mit einem Spielbaum, wie wir ihn erst im zweiten Kapitel wirklich kennenlernen werden. In einem Spielbaum entscheidet der Mann zwischen Fußball und Ballett und dann entscheidet die Frau. Hier haben wir jetzt also eher eine sequentielle Struktur. Vielleicht deswegen, weil der Mann schon am Morgen die Tickets gekauft hat. Die Frau weiß aber nicht, ob sie fürs Ballett oder fürs Fußball. Das heißt, der Mann hat sich schon früher entschieden als die Frau. Dann wird es zwar ein sequenzielles Spiel, weil sie sich nicht gleichzeitig entschieden haben, aber die Frau kann die Entscheidung des Mannes nicht beobachten und nach wie vor ist das Handy leer. Also muss die Frau entscheiden in Unkenntnis darüber, was der Mann gemacht hat. Deswegen haben wir hier so eine gestrichelte Linie. Oder wir nennen das auch manchmal so, machen das auch manchmal so. Das nennt sich eine Informationsmenge, dazu kommen wir später noch. Das bedeutet einfach nur, dass die Frau nicht weiß, was der Mann gemacht hat. Macht es nun einen Unterschied, ob ich das so darstelle, beziehungsweise ob ich den Mann schon am Morgen entscheiden lasse und die Frau erst am Nachmittag? Solange die Frau nicht beobachten kann, was der Mann gemacht hat, sollte das Ganze ja keinen Unterschied machen, ob sie simultan entscheiden oder sequenziell. Solange man nicht beobachten kann, was der andere tut, sollte das eigentlich keinen Unterschied machen. In der Praxis könnte es durchaus. In der Theorie sagt man, nein, das sind äquivalente Situationen und deswegen werden die gleich behandelt. Wir bekommen in beiden Spielen dieselbe Spielmatrix. Die Situation ändert sich aber gewaltig, wenn der Mann sich zuerst entscheidet und dann auch noch eine SMS absenden kann, indem er mitteilt, welche Karten er gekauft hat. Zum Beispiel, dass er schon Fußballkarten gekauft hat. Wenn das so wäre, das heißt also, der Mann wählt Fußball und teilt das der Frau mit, das heißt, die Frau, sie weiß, sie ist hier.
Dann hat sie natürlich jetzt nur noch eine Möglichkeit, nämlich F oder B zu wählen. Und dann wird sie natürlich auch aus eigenem Interesse ebenfalls zum Fußball gehen. Und damit kriegen wir eine ganz andere, deutlich weniger schwierige Lösung in diesem Fall. Denn es ist nämlich relativ klar, dass der Mann natürlich hier Fußball wählen wird und die Frau dann auch zum Fußball geht. Das heißt also, das Spiel ändert sich sehr stark dadurch, dass sie diese SMS abschicken konnte. Dass der Mann das tun konnte. Wobei wir dann noch interessante Probleme kennenlernen werden, wenn es unklar ist, ob diese SMS angekommen ist. Sie kennen das, sie schicken eine Nachricht ab und man weiß nicht genau, ob die Frau sie wirklich bekommt oder ob sie sie liest. Vielleicht hat sie sie bekommen, aber nicht gelesen. Wenn das nicht klar ist, funktioniert das Spiel ebenfalls nicht mehr so. Dann haben wir, was wir später sehen werden, eine sogenannte Problematik von Common Knowledge. Das heißt also, wenn es nicht allgemein bekannt ist, dass der Mann diese Karten gekauft hat, dann bringt ihm das auch nichts. Aber dazu später, das ist jetzt nur mal zur Illustration, was bei einem so einfachen Spiel alles auftauchen kann. Hier ist ein anderes Spiel, ebenfalls ein Matrix-Spiel, ein simultanes Spiel, also ein ganz einfaches Spiel, bei dem Spieler 1 und Spieler 2 gleichzeitig zwischen A und B entscheiden. Und diese Auszahlungen sind da, wie Sie sehen. Sie sehen, wenn beide A spielen, kriegen beide 6, wenn beide B spielen, kriegen beide 8. Wenn Sie sich aber unterschiedlich entscheiden, bekommt der eine Spieler 4 und der andere 0. Und manchmal bekommt eben, wenn man Pech hat, wenn man also selber B gewählt hat und dann der A, kriegt man tatsächlich sogar 0 her. Normalerweise würde ich jetzt in der Präsenzlehre ein kleines Experiment machen, bei dem Sie sich entscheiden. Das ist jetzt etwas schwierig. Machen Sie einfach trotzdem mal kurz Pause und dann überlegen Sie sich, was würden Sie in dieser Situation tun? Die Story zu diesem Spiel, das den Namen hat Stack Hand Game, das geht zurück auf eine Geschichte von Rousseau, der folgende Situation geschildert hat. Man kann entweder zusammen mit einem anderen einen Bock jagen, deswegen Stack, oder alleine nach einem Hasen jagen. Wenn man alleine jagt, einen Hasen kriegt man, einen Stack, einen Bock kann man nicht bekommen alleine. Deswegen wäre es so, wenn man also sich entscheidet, wenn sich also beide entscheiden, den Bock zu jagen, bekommen sie beide 8. Wenn allerdings einer sagt, ich gehe auf Bockjagd, der andere macht aber nicht mit, fängt man gar nichts und bekommt 0. Die Hasen, ja, Hasen zu jagen, das kann jeder für sich selbst tun und damit sichert man sich auf jeden Fall schon mal diese Auszahlung von 6, wenn das beide tun. Das heißt also, im gewissen Sinne ist die Hasenjagd etwas weniger riskant, aber auch nicht so lukrativ. Die Frage ist, was sollte man tun? Was haben Sie sich entschieden? Für A oder für B? Ganz offensichtlich ist die Frage, was ist besser, davon abhängig, wie viele der Spieler 2, wenn Sie jetzt sie nicht wissen, mit welchem Sie spielen, wie die Spieler 2 sich entscheiden werden. In Experimenten ist es oft so, dass wenn wir das zum ersten Mal spielen, oft mehr als 60% sich für B entscheiden. Und damit wird natürlich dann auch relativ attraktiv, B zu spielen, obwohl Sie sehen, dass Sie insgesamt ungefähr, wenn 60% sind, 60-40 ist, dann kriegen Sie ungefähr mit A und B ungefähr die gleiche Auszahlung. Es ist also so nicht so ganz klar, was da jetzt am besten ist. Das Problem ist, das passiert nur in der ersten Runde. Wenn wir dieses Spiel wiederholen, oft, und zwar immer mit neuen Partnern, passiert es typischerweise, dass immer mehr Leute am Ende A spielen werden.
Warum wird das wohl so sein? Warum werden die Leute, selbst die, die anfangs B gespielt haben, nach einer Zeit zu A wechseln? Ganz einfach, weil sie immer wieder enttäuscht werden. Wenn sie nämlich A gewählt haben, kann ihnen nichts groß passieren. Sie kriegen mindestens 4. Wenn sie allerdings B gewählt haben, werden sie immer mal wieder auf jemanden treffen, der A gespielt hat. Dann bekommen sie 0. Und das ist natürlich enttäuschend. Und wenn ihnen das zu oft passiert, dann wechseln sie auch zu A. Und so passiert es, dass zum Beispiel, wenn man das 40 Runden spielt, am Ende kaum noch jemand B spielt und die meisten A. Das heißt, wir haben hier einen ganz interessanten Effekt. Wir werden das später noch genauer analysieren, dieses Spiel. Dieses Spiel wird immer mal wieder auftauchen. An dieser Stelle wollte ich nur mal skizzieren, was es alles für Themen gibt dazu. Diese kleine Reihe von Beispielen hat uns schon gezeigt, dass man Spiele auf ganz unterschiedlichen Arten präsentieren kann. Und in der Spieltheorie gibt es mindestens diese drei Arten, Hauptformen der Präsentationsmöglichkeiten. Wir haben die sogenannte Normalform und das ist das, was wir gerade auch schon gesehen haben, eine Auszahlungsmatrix oder eine Auszahlungsfunktion. Die zweite Möglichkeit, das haben wir auch gerade schon gesehen, am Battle of Sexes Beispiel, ist eine sogenannte, ein Spielbaum und das nennt sich Extensivform. Und die dritte Möglichkeit, die sogenannte Koalitionsform, die wird in der kooperativen Spieltheorie benutzt und diese Vorlesung hier ist nur über die nicht-kooperative Spieltheorie. Das heißt, wir werden zu diesem Thema gar nicht kommen, aber falls Sie das mal irgendwo sehen, Konzepte wie der Kern und der Nukleolus und ähnliche Begriffe, das gehört zur kooperativen Spieltheorie und dort wird die sogenannte Koalitionsform benutzt. So, jetzt kommen wir tatsächlich zum ersten Kapitel, nämlich zu den Normalformspielen. Wie kann ich ein Spiel in Normalform beschreiben? Zunächst mal brauche ich die Spieler. Logisch. Das heißt, die Spieler, es sind immer endlich viele und ich kann sie durchnummerieren von 1 bis N. Ein Spiel, das nur ein Spieler hätte, wäre kein wirkliches Spiel. Das ist mehr ein Entscheidungsproblem. Ein Spiel hat also typischerweise mindestens 2 Spieler und es kann N Spieler haben, also auch recht viele zur Not. Dann brauchen wir für jeden Spieler eine Strategiemenge. Das heißt, die Strategien, die jeder Spieler zur Verfügung hat, das sind all die Optionen, die er machen kann in diesem Spiel, die nennen wir SI. Ein kleines SI steht für eine Strategie und das große SI steht für die Menge der Strategien, die diesem Spieler zur Verfügung stehen. Und dann können wir uns auch noch anschauen, wenn wir hier dieses kartesische Produkt all dieser Spielstrategienmengen nehmen, dann kommen wir auf die große Menge S. Das ist einfach die Menge aller Strategienkombinationen für alle Spieler. Und in dieser großen Menge S sind nun solche kleine S enthalten. Das sind also die Strategienvektoren oder Strategiekombinationen. Das ist einfach eine Strategie für jeden Spieler, von S1 bis SN durchnummeriert. Manchmal recht hilfreich ist die folgende Notation. Wenn wir also aus diesem S eine Strategie rausnehmen, und zwar die von Spieler I, dann bekommen wir einen Vektor S minus I. Das sind einfach die Strategien von allen anderen Spielern, also alle bis auf die von I. Und das ist recht nützlich, dann kann man sozusagen alle Gegenspieler in einer Notation zusammenfassen. Und das kann man natürlich dann auch machen mit der Strategienmenge. Das ist jetzt also die Strategienkombinationen von allen anderen Spielern, die diese wählen könnten. Und schließlich brauchen wir noch die Auszahlungsfunktion. Was ist die Auszahlungsfunktion? Das ist einfach eine Funktion, die von einer Strategienkombination abbildet auf die Auszahlung. Das heißt also, ich bekomme eine bestimmte Auszahlung, gegeben eine bestimmte Strategie. Wenn jeder Spieler irgendeine bestimmte Strategie wählt, bekommt der Spieler I, das ist die Auszahlung von Spieler I, eine bestimmte Auszahlung.
Und das kann man entweder so darstellen oder eben in dieser kürzeren Schreibweise, wo klar wird, dass die Auszahlung von seiner eigenen Strategie abhängt und von der Strategie aller anderen Spieler. Damit können wir also eine Normalform zusammenfassen. Ein Spiel G wird definiert durch die Strategienmengen aller Spieler und durch die Auszahlungsfunktionen aller Spieler. Das ist es eigentlich schon. Wenn Sie das bei Zwei-Personen-Spielen machen, können Sie alternativ auch einfach nur eine Matrix hinschreiben, denn die Matrix umfasst alle Informationen, welche Spieler da sind, was die Strategienmengen sind und was die Auszahlungen sind für diese zwei Spieler. Bei Drei-Personen-Spielen kann man das zur Not auch noch. Da müsste man allerdings dann für den dritten Spieler jeweils eine neue Matrix machen. Das heißt also, je nachdem, wie viele Strategien der hat, also wenn er zum Beispiel drei Strategien hat, müsste man drei Matrizen hinschreiben. Das wird relativ schnell ziemlich unhandlich und bei Vier-Personen-Spiele geht es schon gar nicht mehr. Dann ab Vier-Personen-Spiele muss man einfach die Auszahlungsfunktion hinschreiben, so wie sie eben durch das Spiel definiert ist. Sehr häufig werden wir uns aber natürlich mit Zwei-Personen-Spieler einlassen und dann kann man einfach die Matrixform benutzen. So, und jetzt kommen wir schon zum ersten wichtigen Lösungskonzept für Spiele, nämlich dominante Strategien oder, umgedreht gesagt, dominierte Strategien. Schauen wir uns mal dieses folgende Spiel an. Wir haben hier die Auszahlung von Spieler 2 ausgeblendet, weil sie momentan nicht wichtig sind. Spieler 1 hat also die Wahl zwischen zwei reinen Strategien, D und C. Und er bekommt dann entweder 1 oder 3 oder 0 oder 2. Und die Frage ist nun, was sollte man wählen? Und nun ist relativ einfach zu sehen, dass D offensichtlich immer die bessere Wahl ist. Denn D liefert eine höhere Auszahlung, egal was der andere Spieler tut. Egal ob Spieler 2 D spielt, dann bekommt man 1 anstatt 0, oder ob er C spielt, dann bekommt man 3 anstatt 2. Also ist D immer besser als C und man nennt das eine dominante Strategie. Wenn wir jetzt dem Spieler 2 die Auszahlungen zurückgeben, also wenn wir einfach zum Beispiel annehmen, dass er symmetrische Auszahlungen hat, das heißt, wenn beide D spielen, bekommen beide 1, wenn beide C spielen, bekommen beide 2, dann haben wir folgendes Spiel hier. Nun ist erstmal die Frage, ändert sich jetzt irgendetwas an der Überlegung von Spieler 1, dadurch, dass er weiß, dass Spieler 2 diese Auszahlung hat? Nun, eigentlich nicht, außer er wäre, was wir typischerweise hier nicht annehmen, wirklich interessiert an den Auszahlungen von Spieler 2. Also sprich, diese Auszahlungen gehen auch in seinen Nutzen ein. Aber dann hätten wir wieder ein anderes Spiel. In diesem Spiel hier interessiert sich Spieler nur für seine Auszahlung. Das ist das, was er maximieren möchte. Und wenn er nur seine eigene Auszahlung maximieren möchte, dann wird er genau das tun, was er in diesem Spiel auch getan hat, nämlich er wird D spielen. Nun ist aber dieses Spiel, wenn wir es mit den Auszahlungen von beiden Spielern betrachten, ein typisches Gefangendilemma. Ein Spiel, das Sie wahrscheinlich schon mehrfach irgendwo mal gesehen haben. Die Story ist schnell erzählt. Wir haben hier zwei Spieler, die können entweder beide kooperieren oder sie können beide defekt spielen. Daher kommen auch die Labels für diese Strategien, defekt und corporate. Wenn sie beide kooperieren, kriegen sie die höhere Auszahlung. Wenn sie beide defekt spielen, kriegen sie die niedrigere Auszahlung. Allerdings, wenn ein Spieler kooperiert und der andere defekt spielt, dann kriegt der, der kooperiert, richtig eins auf die Mütze. In diesem Fall kriegt er eine Auszahlung von 0. Das Problem ist an diesem Spiel, dass die beiden Spieler sich nicht absprechen können. Sie müssen also simultan entscheiden. Und wir haben gerade schon gesehen, was passieren wird. Beide Spieler haben eine dominante Strategie, nämlich D zu spielen.
Und das wird als Dilemma bezeichnet. Warum? Weil, wenn Sie beide C spielen würden, hätten Sie eine höhere Auszahlung. Und das wäre natürlich schöner für Sie. Aber es ist auch vollkommen klar, dass man sich mit D immer besser stellt. Denn wenn, selbst wenn der andere Spieler nett wäre und C spielen würde, würde ich ja mich mit D besser stellen als mit C. Wie wir sehen. Und das ist ein Dilemma. Wir werden später noch diverse Mal dieses Gefangendilemma genauer untersuchen und auch viele Lösungsmöglichkeiten in Anführungsstrichen dafür uns anschauen. An dieser Stelle hier wollen wir es einfach nur mal benutzen, um das Konzept der dominanten Strategien uns anzuschauen. Hier ist die formale Definition nun für sogenannte strikte Dominanz. Wir werden in dem nächsten Video uns auch nochmal anschauen, was denn schwache Dominanz ist. Deswegen hier strikte Dominanz. Es bezieht sich einfach auf die Art der Ungleichung. Das ist hier eine strikte Ungleichung und daher strikte Dominanz. So, wie ist es nun definiert? Nennen wir eine Strategie SI-Strich und die wird durch die Strategie SI-Doppelstrich strikt dominiert, falls die Auszahlung, die mir diese Strategie SI-Strich gibt, strikt geringer ist als die Auszahlung, die ich mit SI-Doppelstrich bekomme. Und zwar muss das, und das ist ganz wichtig, für alle möglichen Strategienkombinationen der anderen Spieler gelten. Das heißt, egal was die anderen Spieler machen, SI-Strikt ist strikt besser als SI-Strich. Und das ist genau das, was wir gerade am Gefangendilemma gesehen haben. Jetzt muss man immer so ein bisschen aufpassen, wie man das grammatikalisch korrekt macht. Das hier ist eine Aktivform. Das hier ist eine Passivform, meine ich. Das hier ist die Aktivform. Und also wir sagen, eine Strategie wird strikt dominiert, das ist passiv. Oder sie dominiert eine andere, das wäre die Aktivform. Wir müssen deswegen aufpassen, weil wir noch eine dritte Form haben, und das ist nämlich der Begriff der Dominanz. Eine Strategie SI-Strich heißt strikt dominant, wenn sie alle anderen Strategien, die dieser Spieler hat, strikt dominiert. Jetzt werden Sie fragen, macht das einen Unterschied? Natürlich nicht in einem Spiel wie das Gefangendilemma, das nur zwei Strategien hat. Denn, gehen wir nochmal hin, zurück, wenn DC strikt dominiert, dann wird C durch D strikt dominiert, passiv, und außerdem dominiert D alle anderen Strategien, da es nur C gibt als andere Strategie. Das heißt, in diesem Fall kommt es zu keiner Verwechslung. Aber wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir hätten hier ein größeres Spiel mit mehr Strategien, A, B, C, reicht schon, dann kann es sein, dass B, C strikt dominiert, aber nicht, dass B nicht A strikt dominiert ist und damit wäre B nicht strikt dominant, sondern nur C strikt dominiert. Okay, das ist der Unterschied. Deswegen haben wir hier feine Unterschiede in der Definition. Da muss man immer drauf achten. Strikt dominant ist sozusagen das strengste Konzept. Das bedeutet, dass eine Strategie existiert, die strikt besser ist als alle anderen, während die anderen beiden Definitionen nur paarweise definiert sind, also für ein Paar von Strategien. Jetzt können wir das noch ein bisschen weiter strecken, und zwar folgendermaßen. Wenn eine Strategie strikt dominiert wird, dann würde sie natürlich ein rationaler Spieler nicht verwenden. Das ist klar, denn ein rationaler Spieler wird natürlich nur eine Strategie benutzen, die einem was bringt. Und wenn ich sehe, eine andere Strategie ist immer besser, dann würde ich diese Strategie nicht benutzen. Wenn ich nun weiß, dass mein Gegenspieler rational ist und außerdem ich sehen kann, dass er eine strikt dominierte Strategie hat, dann werde ich vermuten, hoffentlich korrekterweise, dass er diese Strategie nicht benutzen wird.
Das heißt, dadurch, dass ich weiß, er ist rational und er hat eine strikt dominierte Strategie, dann wird er sie nicht benutzen, dann kann ich die also vollkommen aus meinem Spiel entfernen. Und das bedeutet, dass ich mein Spiel verkleinern kann. Man nennt das Eliminierung von strikt dominierten Strategien. Wenn ich strikt dominierte Strategien wegstreichen kann, dann wird das Spiel etwas einfacher und verkleinert und dadurch natürlich auch leichter lösbar. Alles wird etwas klarer. Machen wir das mal in diesem Beispiel. In diesem Beispiel hat Spieler 1 zwei Strategien und Spieler 2 hat 3. Links, Mitte, rechts. Und jetzt können Sie mal suchen, ob Sie sehen, dass ob irgendwo ein Spieler eine strikt dominierte Strategie hat. Schauen wir uns mal Spieler 1 an. Der hat ja nur 2. Aber manchmal ist oben besser, zum Beispiel gegen links und gegen Mitte. Und manchmal ist unten besser, gegen rechts. Und damit sehen wir schon, Spieler 1 hat keine strikt dominierte Strategie. Allerdings sehen wir, dass Spieler 2 eine hat. Und zwar R wird strikt dominiert durch Mitte. Wir sehen hier, bekommt er 2, hier bekommt er 1. Mitte 1 gegenüber 0. Das heißt also, rechts ist immer schlechter als Mitte. Und damit ist er strikt dominiert. Wenn ich das weiß, kann ich diese Strategie einfach eliminieren, wegstreichen. Und jetzt sehe ich, dass die Spieler ein kleineres Spiel haben. Und in diesem kleineren Spiel kann ich jetzt dasselbe nochmal machen. Kann mich jetzt fragen, hat ein Spieler eine dominierte Strategie? Und ich sehe tatsächlich, Spieler 1 hat jetzt, wo die 2 hier verschwunden ist, eine strikt dominierte Strategie U. Weil U ist jetzt immer strikt schlechter als oben. 1 gegenüber 0, 1 gegenüber 0. Also kann ich U wegstreichen. Das war der erste Schritt. Das war der zweite Schritt. Und im dritten Schritt sehe ich jetzt, dass eigentlich Spieler 1 überhaupt keine Wahl mehr hat. Und Spieler 2 wählt einfach zwischen 0 und 2, nimmt er natürlich die 2. Das heißt, er streicht L weg. Und damit haben wir eine einzige Kombination, die übrig ist, nämlich oben und Mitte. Das ist also die Lösung unseres Spiels durch iterative Elimination von strikt dominierten Strategien. Allerdings muss man hier etwas vorsichtig sein. Das setzt voraus, dass Spieler 1 und 2 rational sind. Spieler 1 weiß, dass Spieler 2 rational ist und umgekehrt. Und außerdem, weil wir auch einen dritten Schritt gemacht haben, Spieler 2 weiß, dass Spieler 1 weiß, dass Spieler 2 rational ist. Wenn wir das weiter stricken, bei größeren Spielen müssen wir das unter Umständen, kommen wir wiederum auf dieses Prinzip der Common Knowledge of Rationality. Das heißt, wir müssen voraussetzen, dass beide Spieler wissen, dass beide Spieler wissen, dass beide Spieler wissen und so weiter ad infinitum, dass alle rational sind. Das nennt sich Common Knowledge of Rationality. Das ist ein sehr, sehr starkes Konzept. Und die Konsequenzen, was passiert, wenn diese Annahme verletzt ist, ist durchaus auch sehr interessant. Aber das setzen wir hier voraus. Wir setzen es das voraus, dass die Spieler rational sind und dass sie es wissen und dass sie wissen, dass alle anderen Spieler rational sind und so weiter und so fort. Und dann können wir das machen. Dann können wir hier diese strikt dominierten Strategien eliminieren. Jedoch, ob das auch in anderen Spielen immer so gut läuft, weiß man nicht. Das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal.